Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica Bellissimo. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, die dritte Folge in der Release-Version. Und ja, wir haben schon einiges geschafft tatsächlich. Wir haben schon einen eigenen Room, wo wir wohnen können, ein bisschen lagern können und sogar schon unsere erste Nahrungsquellen ja, erschließen. Ja, eine wunderschöne Pflanze, die wir essen können und natürlich auch für unseren ja, frisch gebauten Bioreaktor nutzen können. Da drinne, ups, was war das? Da verarbeiten gerade Fische. Das macht nichts, die wollen das nicht anders. Und ja, ich habe noch ein paar Poster, die ich tatsächlich loswerden will. Das machen wir direkt jetzt zum Start. Zack, 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 damit die uns nicht weiter auf den Keks gehen. So, dann machen wir sie mal weg, die Poster, ne? Mal gucken, ob das so funktioniert. Die Poster haben ja immer so ihre Tücken. Seedwork X12 heißt das Ding, okay. Eine kleine Posterwand, warum nicht, ne? No. Warum? Say no. Okay, ich habe aber nichts gegen die Piepmetze. Was war das? Und, oh, die Mercury 2, die finden wir ja in Teile hier, ne? Okay, das sind unsere Pösterchen. Wir haben noch hier so eine komische Schatulle, die können wir, das können wir auch nochmal auf den Boden legen hier so lange, bis wir hier weiter schick bauen können, ne? So einmal so ein Pingu-Bild und so eine komische, warum auch immer, Rasierzeugskiste, mit der man nichts anfangen kann. Hm, gut. Was, das ist schön. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein kleines Lager. Da können wir jetzt allerhand Kram drinne lagern, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Aber das, was ich gerade in der Tasche habe, brauche ich tatsächlich. Ne? Wir können einfach mal das essen und das trinken. Sehr schön. So, der Plan für die heutige Folge ist... Aua, jetzt habe ich mein Headset-Kabel völlig eingegeben. War mit Fuß im Headset-Kabel hängen geblieben, aber passiert. Gut, und ja, der Diamant. Der Diamant ist eigentlich das Ziel, was ich jetzt als erstes anstrebe. Ich werde noch ein paar Fischis sammeln für Wasser. Die fange ich sowieso nicht. Du bist so flink, wieselflink. Und ja, unterwegs vielleicht noch ein bisschen Titan, damit wir ein paar Schränke bauen können. Und das alles so ein bisschen sortiert haben auch. Das wird mir wichtig sein. So ein bisschen Sortierung. Und das, was wir alles sonst noch so finden heute. Was habe ich denn hier noch drin? Da zwei Wasser. Und ich nehme noch einen Nährstoffblock mit. Sicher ist sicher. Und dich verwässere ich einfach mal. Armer Fisch. Armer, armer Fisch. So. Dann wollte ich da nicht dran. Nein, ein Erste-Hilfe-Kit ist ganz gut, weil wo wir jetzt hinfahren, relativ gefährlich ist. Wir brauchen den Diamanten. Also das zeige ich euch nochmal. Für den Laserschneider natürlich, den habe ich aber noch nicht ganz gelernt. Aber für das Modul brauche ich ein paar Stahlbarren und emailliertes Glas. Den Plastahlbarren, den bauen wir ruckzuck, denn ich habe hier schon einen drin. So schnell bauen wir den. Jetzt brauche ich halt nur noch diesen doofen Diamanten. Und ich glaube zu wissen, wo ich den finde. Der kann ja nicht so tief sein. Also der Weg ist schon fast richtig zur letzten bekannten Position von Oma. Wir müssen natürlich aufpassen. Aber ich habe ja... Gott sei Dank, was tun wir mal auf der 1. Den tun wir auf der 2. Das Messer auf der 3. Den auf der 4. Den braucht man eigentlich eher selten, ne? Deswegen tue ich den auf der 5. Und den auf der 4. Die Taschenlampe. Dann ist das schon mal safe. Okay. Station Delta ist schon der richtige Weg. Also ich glaube es jedenfalls. Also ich möchte gerne zur Mine. Wir kommen leider nur 150 Meter tief. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da mit ein bisschen Risiko ein Diamantchen abstauben können. Auch da unten gibt es Diamanten, aber das ist so tief und so gefährlich, dahin zu kommen. Deswegen will ich lieber die Mine ausprobieren. Aber lass uns das mal schauen. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir wollen es ja nicht durchrushen, das Spiel. So, das sind schon diese komischen... Unterwasservulkanchen mit ihren netten Bewohnern. Zwei Ersatzenergiezellen sind am Start. Wir werden im Verlauf des Spiels noch mehrere finden wahrscheinlich. So, eigentlich will ich nicht zu der Position, nicht zu der letzten bekannten Position, ne? Aber ist egal. Wir müssen gucken, ob hier irgendwo der Spalt ist. Mineral rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Da sind wir da schon fast goldrichtig hier, wa? Tief bin ich denn schon? Nicht tief. Was ist das denn hier alles? Ach, Eier.
haben wir eine Menge Eier. Da, wo Hitze entsteht, entstehen Diamanten. Das ist echt alles. Na, das sind alles tote Pinguine, die hier. Sind die denn wenigstens essbar noch? Keine Eier. Doch, Kreaturenei. Pack mal eins ein. Warning. Passing 100 meters. Ich weiß. Ich werde auch nicht so weit gehen. So weit wage ich mich nicht tief rein. Was ist das? Buschlot. Hier gibt es Diamanten. Gibt es auch. Schnell zurück. 30 Sekunden ist viel. Aua, mein Arsch. Die ist wieder neu nachgewachsen, Gott sei Dank. Die rettet mir jetzt den Arsch. Dann leuchtet mein. Ich will mir den Arsch nicht verbrennen. Warning. 30 Seconds of Oxygen remaining. Wow. Oh, das haben wir aber gut gemacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Stolzer Tim. Ganz stolzer Tim. So, nicht lange nach Diamanten gesucht. Respekt mir selber gegenüber. Warum liegen hier so viele Eier rum? Wahrscheinlich, weil es warm ist, ne? Und dann geht's zurück. Und dann bauen wir das Modul. Dann können wir ein bisschen tiefer tauchen. Dann können wir auch vielleicht schon mal die Oma besuchen. Und den einen oder anderen Gegenstand scannen. Das ist ja schon so ein bisschen Story rantreiben. Ne? So eilig habe ich es zwar nicht. Muss mal gucken, ob wir vielleicht noch das ein oder andere zum Scannen finden und zum Knacken, damit wir ein bisschen Schränke bauen können. Das werde ich natürlich Kupfer finden. Nee, tatsächlich nicht. Aber schaut euch das an. 3 Diamanten direkt abkassiert. Kann man auch mal gebrauchen. Wenn es drin ist, ja. Ist es natürlich drin, ein Kupfer. Wie immer. Da ist was am Scannen. Ein Seemottenteil. Gibt ja gleich 2. Ich sage immer Seemotte. Also gewöhnt euch dran. Also ihr werdet es wahrscheinlich nie wieder loswerden, dass das ein Seetruck ist. War auch noch ein Tischkoralle irgendwo. Oh, hier sind aber viele Ressourcen. Und so, auf der anderen Seite war auch noch eine Tischkoralle. Könnte ich auf jeden Fall drauf wetten. Aber wir haben einen Taschenlampe, warum nutze ich den nicht? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Die hole ich mir noch schnell und dann gehst du da ab zur. Zur C-Ban. Na, da ist natürlich immer der C-Truck schöner. Oxygen. Ich hab dich gesehen. Da waren noch 2. Ach, guck mal, das ist noch ein bisschen was. Dich nehme ich noch mit. Sofern ich noch Platz habe. Oh ja, tonnenweise. So. Dann haben wir schon mal sicherheitshalber wieder 2. Also 4 Tischkorallen parat. In der Regel will ich ja da bauen. Und später natürlich in den Seatruck, der ja noch Module dazu bekommt, wie Baumodul etc. Ob da jetzt noch mehr Module gibt, weiß ich gar nicht. In der Full-Release-Version. Das kann natürlich auch der Fall sein, ne? Es gab ja noch ein Modul, das, wo man pflanzen konnte. Das konnte ich ja nie bauen. Ob sie das dann verworfen haben oder ob das existiert, ich weiß es nicht.
Weiß es doch nicht. So, der Laserschneider, den brauchen wir noch zweimal. Den müssen wir noch zweimal finden, aber den findet man auf der gesamten Map überall. Was soll ich denn nochmal bauen? Ich habe schon wieder vergessen, was ich bauen wollte. Ja, genau. Das Modul. Und bestimmt, dass wieder irgendwas fehlt. Der Plaschlerbarren, emailliertes Glas, hä? Wie kam ich denn dazu, einen Diamanten zu brauchen? Für irgendwas brauche ich auf jeden Fall einen Diamant. Ah ja, klar, für das emaillierte Glas. Ich bin auch ein Held. So. So. Ein Blei haben wir auch mit einkassiert. Zufälligerweise, den habe ich nämlich wieder vergessen. Emailliertes Glas. Und jetzt noch der zweimal. Aber es macht nichts, das macht nichts. Glas kriege ich hin. Blei habe ich doch auch nochmal. Zap-zap. Wo muss man ganz schnell irgendwo? Was willst du denn jetzt hier schon wieder scannen? Das Blei ist jetzt hier so viel an der Oberfläche auch, ne? Das war doch früher nicht so. Das muss man doch immer so lange suchen. Der Seaglider, der ist natürlich eine tolle Sache für so mal schnell wegschwimmen, aber der verbraucht ja einfach zu viel Inventarplatz. Da kann man auch mal so tauchen, eine Runde. Da ist das blöde eine Ding, was ich noch brauche. Nämlich zwei. Hast du davon Spiel? Und dann haben wir das erste Modul schon mal parat. Und dürfen, glaube ich, 300 Meter tief tauchen. Ja, ne, das war, glaube ich, 300 Meter. Das ist auch schon relativ... Die sind relativ teuer in der Herstellung, finde ich, ne? Ein bisschen tricky. Gut, dass ich drei Blei, Diamanten gefunden habe. So, und jetzt müsste es... Quatsch mit Soße, der Plaschlerbarren fehlt noch. Da ist er. Den haben wir außersehen schon hergestellt. Die kosten alle so viele seltene Dinge, ne? Das ist das Spannende daran. Aber soll ja auch so sein, man. Ne? Das wäre zu einfach. 300 Meter tief tauchen dürfen wir jetzt. Ist das nicht ein wunderschönes Gefühl? So, jetzt lass uns ein paar Fische fangen zum Trinken. Ich habe zwar noch eine Wasserflasche, aber ich will ein bisschen was auf Reserve mitnehmen. Erstmal packen wir Sachen weg, die wir gerade nicht brauchen. Welcome aboard, Captain. Die Pflanze wächst fleißig vor sich hin. 54% hast du schon. Wir können noch einen Pflanztopf bauen. Den bauen wir bauen jetzt hier hin. Natürlich wieder den schönen. Wer wird denn einen hässlichen Pflanztopf bauen? Muss mal gucken, ob wir weiter dahin dann bauen, noch mit einem anderen Gang. So. Dann haben wir erstmal hier wirklich Ressourcen da, ne? Das ist schon mal fein. Das Ei. Ich brauche eigentlich jetzt gar nichts mitnehmen, ehrlich gesagt. Außer das natürlich. Essen ist immer wichtig. Eine Boje kann man auch immer gebrauchen. Und die Energiezelle natürlich, ne? Gut. Ich würde gerne noch eine Batterie haben. Okay, dann würde ich jetzt sagen, fahren wir zu Oma. Hier läuft alles. Wir können... Wartet mal, jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Ein Spind, zwei Spinde, drei Spinde bauen. Dann sind die schon mal da. Das ist schon mal das Gute. Vier Gefühle. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Kapazitäten. Das ist wichtig, ne? Noch nicht sortiert, aber es werden Kapazitäten sein. Gut. Dann geht's jetzt rund. 300 Meter ist schon eine Hausnummer. Halt, ich wollte doch noch Wasser mitnehmen. Blödsinn. Ja, wo seid ihr Blasenfische? Wenn man euch braucht, seid ihr nie da. Da bist du. Ey! So mein Blasenfisch. Blasenfisch-Schweinedieb. Schnappt er sich den Blasenfisch weg. Sein Halunkenkopf.
Obwohl, wir könnten ja auch die Thermoskanne bauen, ne? Titan und Glas. Ja, aber die füllt sich ja nicht von alleine, oder? Ich habe die noch nie gebaut. Ich muss das einmal ausprobieren, Titan und Glas. Titan und Glas. Ein Titan, ein Glas. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich alles verpulvert, was wir da hatten. Und da wird jetzt ein Kupfer drin sein. Ach, guck mal, Blasenfische sind auch noch. Das ist gut. Da ist natürlich ein Kupfer drin. So. Babyblasenfisch. Ein Titan. Wow, jetzt sind aber viele. Ein bisschen was da mitnehmen dann. Verdursten wir auf jeden Fall schon mal nicht. Verhungern nicht, weil wir so einen Nährstoffblock haben. So, jetzt gibt mal ein bisschen Quarzspiel. Das muss doch hier noch existieren. Da. Eine. Ich habe noch keine Ahnung, wie die funktionieren. Ob ich die irgendwie auffüllen kann an der Kaffeemaschine oder so. I don't know. Ich weiß, ich muss gleich Luft holen. Oxygen. Was? Zweimal Kupfer hintereinander? Ja, ja, ist ja gut. Wir trinken jetzt schon nicht. Nicht in der dritten Folge. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal ertrinken. Ich versuche es natürlich nicht. Was kostet denn die Kaffeemaschine überhaupt? Geschweige denn, dass die da überhaupt irgendeine Bewandtnis mit dieser Thermoskanne hat. Thermoskanne, ich komme. Fapp. Na, guck, das sind schon Rubine, synthetische Fasern notwendig. Hier Nickelerz und Kyanit, da kommst du richtig schwer dran. Ne? Aber das ist ja der Witz an dem Spiel, ne? So, ich brauche Glas, einfach nur Glas. Wo gibt es denn den Spaß da? Eine Sifferstufe Getränke. Gut, kann ich die jetzt trinken oder? Wie sieht das aus? Sie ist leer. Aber woran fülle ich die? Woran, mit was füllt man die? Ich habe die noch nie gebaut. Das erste Mal. Wahrscheinlich eine Kaffeemaschine, oder? Sieht aus, als ob man daran mehrmals schlürfen dürfte. Ich setze sie mal auf den Bilder jetzt. 5. Okay, was kostet jetzt die Kaffeemaschine? Also, ich kenne sonst kein Gerät, wo man füllen könnte. Außer an den Wasserdingsbums da. Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Scroll, scroll, scroll. Kann man auch drin gucken können, ne? Dann hätte man wenigstens Luft gehabt. 2 Titan, perfekt. Ja, die hat die echt in der Hand, ne? Na toll, jetzt brauche ich den Bilder. Ah, den schmutzigen Bodenwasser. Passieren, oder? Kaffeeautomat leer. Ah! Das funktioniert mittlerweile so. Wusste ich gar nicht. Körpertemperatur, aber minus 2 H2O. Es gibt eigentlich nur Temperatur, okay. Wieder was gelernt. Aber wir haben eigentlich nicht vor, runterzugehen. Wir gehen jetzt
dem Signal. Und quasseln mit Omi. Omi hat auch mal was zu tun für uns. Obwohl sie uns ja irgendwie noch nicht so richtig leiden kann, ne? Sich nichts aus, ne? Also wenn wir da noch nicht fahren, war das die Kisten schon offen. Was ist das da? Das sieht aus wie die Hochkapazitätsflasche. Ne, Signalboje. Haben wir ja schon. Eine defekte Signalboje. Ist gut, jetzt dürfen wir immerhin schon 300 Meter tief tauchen. Das ist das schon mal. Ein Bonbon. Wir versuchen unter den Radar zu schwimmen. Also es gibt kein Radar hier. Ne? Ich sag das nur wegen den großen Fischen, die da rumschreien. Will die auch immer schaffen, unter Wasser zu schreien. Auf der Diamanten. So, wir sind so einigermaßen geschützt hier drin. Lithium. Lithium, Lithium. Aber ich interessiere mich gerade nicht dafür. Hypnotisierend, dieses Spiel, oder? So, gerade gleich die Hälfte erstmal erreicht, die wir tauchen dürfen. Nee, wäre schon Feierabend gewesen, da wären wir mit 150 nicht weit gekommen. Gelsäcke, die können wir schon mal einschnappen. Die können wir uns schon mal schnappen. Und ein Diamant, ey, ne. Warning. Passing 100 meters. Ein Rubin. Oxygen efficiency decreased. Nächste Modul, incoming. Nochmal ganz schnell geschaut. Und immer auf den falschen drücken, das ist ganz wichtig. 2 Rubine brauchen wir. Und diese synthetischen Fasern, die sind auch schwer. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, das ist ja gut. Plan ist eh ein anderer. Ich gebe mir noch einen Rubin. Was bist du? Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Nummer 1 von 3. Okay. Mal, ich will noch einen Rubin haben. War ja nicht mal tief, der Rubin. Oh, noch eine Tauchflasche? Es wäre episch, wenn wir die jetzt schon bauen dürften. Ja, Nummer 2 von 3. Dann findest du das dritte wieder nicht. Aber man ahnt es. Finden. Da. Nein. Nee, das ist aber was anderes, oder? Doch. Sie war ein Nachbrennermodul. Scheiße. Scheiße. Auch gut, aber verbraucht eigentlich nur Batterie. Die wir jetzt im Start ja gar nicht so dolle haben. Waren wir da schon? Ne, Moped waren wir schon dran. Schade.
nächste Rubin. Geil, aber der Rubin ist schon mal safe. Super geil. Was brauchen wir denn für die doofen synthetischen Fasern nochmal? Ah, scheiße, Orepin. Ach, diese Wickelpilzstücke. Nein! Die sind super scheiße zu finden. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. Was? Ich wollte nur zur Oma. Ah, guck mal da unten. Guck mal die Daumen. Das sieht gut aus. Zufallsfund. Ein reiner Zufallsfund. Die kostet was? Aerogear sehe ich schon. Oh nein. Nein, das kostet kein Aerogear. Da. Felicium. Tauflasche mit hoher Kapazität. Die dürften wir jetzt schon haben, ne? Die Tauflasche mit hoher Kapazität. Ne, Standard-Tauflasche. Da fehlt da noch eine. Die müssen ja auch noch lernen. Voll scheiße. Wir sind eine, haben eine übersprungen. Wo ist denn das Signal jetzt? Ja, ist ja eh unterirdisch, wissen wir ja. So, jetzt kommen wir langsam unsere Grenzen, was die Höhe betrifft. Tiefe betrifft man ja natürlich. Den Laserschneider brauche ich gar nicht versuchen, da runter zu kommen. In den Schiffswracks. Na, das ist wieder dieses Nachbrennermodul. Da brauchen wir auch nur eins von, ne? Zugkraftmodul, okay. Das war nicht der Nachbrenner. Ah, guck mal, noch ein Rubin. Genial. Ich scanne mal. Gut. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ein bisschen verschwommen habe ich mich, ja, gebe ich ja zu. Das ist aber auch wieder was anderes. Modul. Krebswärmereaktor. Was die also klauen, ne? Die Seekobolde? Erstaunlich. Nichts klauen, du Halunke. So. Hier haben wir gerade gescannt. Irgendwo, da ist noch was. Ah, guck mal, nochmal dieses wahrscheinlich Modul von gerade. Dann haben wir schon mal super, was total Wichtiges gefunden. Krebswärmereaktor. Wir haben nicht mal den Krebs entdeckt, bis hierhin. Salzsäure kam dazu, das ist auch was. So, die Meter werden langsam heftiger. Das ist doch leer, da waren wir doch schon dran. Ich glaube, hier haben wir gerade fleißig schon gesucht. Aber das ist noch ein Rubin. Wir nehmen Rubine mit, warum nicht? Ich weiß auch nicht, welches Modul das jetzt ist. Na toll. Und wenn ich achtmal gucken, wenn wir das finden, nehmen wir es gleich mit und räumen auf. Obwohl ich nicht glaube, dass sich der darüber freut. So, jetzt sind wir ziemlich tief schon. Shit. Didn't I tell you to stay away? I don't even know who you are. Marguerite Maida ist er. Ob ich das schaffe, da hinzuschwimmen? Great. Can I come in and warm up?
What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Praktischerweise gibt es natürlich hier Luft, ist eine Basis. Und wir scannen natürlich sofort einen Tauchdock. Oh. Geil. Und diesen umgebauten Krebs-Exoskelett, wo ich noch nicht weiß, ob man damit je was anstellen kann. Ist wahrscheinlich nur eine Information. Fahrzeugerweiterungskonsole. So, auf zu der Oma. So wie gesagt. Da liegt auch direkt ein Modul. Wow. Schon, Mann. Fassel die mich erstmal voll. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. Huh? If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Okay, der legt sich jetzt im Weg, da kommen wir nicht rein. Auf dem Tisch könnte helfen. Fragment. Okay, das Testüberbrückungsmodul. Wir wissen, wo das hin muss. New technology acquired. Aha, guck euch den Schlüssel an. Ich scanne dich nur, keine Angst. Ja, passt aber gut auf. Okay, das Testüberbrückungsmodul. Ah, scheiße, jetzt können wir Tauchflasche mit hoher Kapazität. Braucht man dafür, dass die darf ich doch noch gar nicht bauen, oder? Müssen wir mal schauen. Wo sind denn die Tauchflaschen? Ach ja, die sind ja dann in den Dings, ne? Hier. Da haben wir echt einen übersprungen, ey. Wahnsinn. Ich glaube, ich bin zu schnell mit der Margarit gewesen. Oder man darf sie. Nee, man darf sie nicht bauen. Es fehlt ja die Tauchflasche mit hoher Kapazität. Okay, aber dieses Überbrückungsmodul müsste unten sein, oder? Nein. Überbrückungsmodul, wir brauchen ja auch noch die Modifizierungsstation, die kostet auch wieder 10 Milliarden Sachen. Überbrückungsmodul. Nur damit ich schon mal weiß, was man braucht, kann man es doch mal schon mal markern. Ja, die Parallelprozessoren aus dem Wracks, dafür brauchen wir auf jeden Fall noch den Laserschneider. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich mache auch wieder zu, ich bin so nett. So. Und schön mal wieder lebensmüde zu meinem Bötchen. Mit meinem bisschen Luft, was ich habe. Ah, ist nicht weit. Schaffen wir. Schaffen wir mit links. Also hier dürfen wir noch nicht allzu viel weiter erleben. So, synthetische Fasern sind schwer zu finden. Das ist das Blöde. Weil ich brauche die synthetischen Fasern. Die hier. Markiere ich mal schnell. Für das nächste Modul. Schnell tief tauchen können ist hier echt Gold wert, ja. Seebahn Tiefmodul 1.
Ein Fisch. Diese doofen synthetischen Fasern. Die Pilze sind nicht leicht zu finden. Es gibt auch wirklich ganz wenige davon. Aber die sind hier in der Nähe gewesen, nach meiner Erinnerung. Tauchen einfach mal wie ein Blöden hier rum. Scannen. Oder sie, meine ich natürlich. Wenn du das gefunden hast, hast du schon die halbe Miete. Also, tauch mal ein bisschen wirr rum. Also mich wundern. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel Luft für die Wracks hier. Da kommst du mit 75 Luft nicht lange durch. Ah, Module. Detecting bau of an astronautical Soltrans Go vessel nearby. Vessel name Mercury 2. Aquarium, Kackabteil. Braucht kein Mensch. Noch eine Menge Metallschrott rum, brauche ich jetzt aber noch nicht. Das ist schon das große Wrack. Hier ist das komische Schwert. Da ist noch ein Modul. Toll. Ich finde das Aquarium. Das werde ich aber nicht bauen. Es fängt automatisch Fische, das ist ganz angenehm eigentlich, aber auch nicht nötig, weil man Fische selber fangen kann. Vor allem mit der Brutzelklinge. Ist einfach nur ein Krater hier, ne? Wir sollten ja eigentlich noch die Ellen-Story, die haben wir noch gar nicht angefangen, ne? Jetzt sind wir mal zurück. Jetzt kommen wir 300 Meter tief tauchen, kommen aus den Ellen. Ich weiß, wo es hier hingeht. Hier geht's auch zu den nächsten Ellen. Da will ich aber nicht hin. Noch nicht. Ich will mir nur ein bisschen die Ecken hier angucken. Diese blöde Pflanze, die wir finden müssen, diesen Pilz. Die ist wirklich selten. So, rote Wurm da in den synthetischen Fasern. Ich habe mir auch damals ein YouTube-Video zu Hilfe genommen, dass ich das Ding überhaupt finde. Aber ich glaube, das war tatsächlich in diesem Biom. Das ist es nicht, aber das ist auch was Essbares, glaube ich. Antennenlilie. Gesund. Aber ich muss das vielleicht einmal scannen. Und das ist weg. Warning. 30 seconds of oxygen remaining.
aus meinem Boot. Oxygen. Klar. Okay. Nein, das nächste Aquariumabteil, endlich. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. So geil, dass man am Anfang einfach so viel zum Scannen hat, ne? So, und hier war auch noch eine Basis versteckt. Ich glaube, da gab es Außenbeete, oder? Da ist es sogar. Überraschung. Ich habe nicht mal gesucht, so richtig. Aber die ist defekt. Da muss man aufpassen, da gibt es keine Luft. Da sind auch die guten Außenbeete. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal safe. Das ist geil. Sogar mit den richtigen Sachen, die wir brauchen. Ich nehme die mal alle mit erst. Die sind jetzt schon mal Gold wert, das sage ich euch. Und? Außenbildkasten, das war jetzt das erste. Schwimmflossen mit Ladefunktion, ey. Die taugen nicht. 30 seconds of oxygen remaining. Taugen leider sehr wenig. Shot. Erste Hilfekasten, Hersteller. Wasserfiltriermaschine. Oh, dort die lange. Scheiße, 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 scheiße. Oxygen. Das war knapp. Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Kernreaktor. Was soll ich hier scannen? Nicht doofen Stuhl? Ernsthaft? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Was ist das? Atommüllbehälter. Super. Oxygen. Oh, oh, oh. Boah, ist mal furz knapp, ey. Tagebuch. Sabotiertes Labor. Oh, sowas hier. Ein Snackautomat. Das ganz normale Einzelbett. 30 seconds of oxygen remaining. Fenster? Die können wir nicht bauen selber. Was war das? Oxygen. Du musst mal Licht machen mit den Dingern hier. Wir sind noch nicht weit genug, ey. Bezogenes Doppelbett. Na. Ach, sind mal Luft holen. Labortisch. Alles ultra unwichtige Sachen eigentlich. Grüne Wand kann sie nicht scannen. Kompositpflanze auf der. Ist der Unterschied? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Muss ich noch einen Raum angucken? Omega-Basis hier.
Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Daniels Bett. Ja, guck dir noch nicht eine Stunde Bilder an. Du bist unter Wasser. Okay, zurück, zurück. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Wiefern das jetzt wichtig war, kann ich eigentlich nur sagen, dass wir jetzt die Außenbildkästen haben. Und hier dieser Turm. Ich merke jetzt kaum Glaskuppel. Den haben wir schon gescannt, da bin ich aber noch nicht drin gewesen, ne? Doch, doch, klar, das war das Labor. Da war die Explosion. Okidoki, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ansonsten werden wir diesen Ort sowieso nochmal bereisen dann. An sich wird er auch, ja, da wird man sogar hingeleitet durch diese Scheinwerfer. Okay. Okay. Das läuft doch ganz gut, ne? Wir sind doch schon wieder völlig am Überziehen gerade zeitlich. Haben echt eins geschafft. Und waren eigentlich schon viel zu weit. Das kann man nicht scannen, ne? War noch gar nicht nötig, dass wir das gemacht haben, aber wir haben es schon gemacht. Seek fluid intake. Alles gut, wir werden gleich was suppeln. Und dann werden wir morgen nach Ellen gehen, einmal, damit die Story da ja auch in Schwung kommt. Oh. Ich hab doch die Perimeterabwehr. Warum habe ich sie nicht aktiviert? Ist aber nix. Schade, ne, dass man nicht... Was? Titanenkelch. Was bringt der einen so eine Sachen hier? Gar nichts. Nur kleine Extras, die Entwickler so mit eingebaut haben, ne? Ich bin zu weit rechts. Ich glaube, da kommt gleich dieser große, böse Bösfisch. Deswegen... Wo bist du, Modul? Packe ich dich schon mal rein, damit wir zur Not einen Elektroschock abgeben können. Hier ist eigentlich einiges an Module. Frachtmodul. Ach, Aquariumabteil. Willst du dich doch verarschen? Liegt es über dieses scheiß Aquarium rum, oder was? Fabrikatorabteil, das ist gut. Nur eine Seebahn. Vital signs stabilizing. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Gratis Batterie. Und ein Futterblock. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, meine Lieben. Das nächste Modul brauchen wir so dringend jetzt auch nicht, weil wir erstmal zum Ellen müssen. Significant geothermal activity detected below. Beware of high pressure and temperatures. Okay, man kommt hier aber auch nicht jetzt zu seinem Ziel, ne? Scheiße. Achtung vor hohem Druck. Schlafabteil. Wir finden ja alle Abteile, aber nur Teile davon immer. Also da geht sautief runter. Dockabteil. Also hier liegen ja alle verstreut rum. Warning. 30 seconds of oxygen remaining.
So. Ich schwimme die ganze Zeit falsch. Ich weiß, hier liegt da viel Lithium und alles, was ich jetzt mitnehmen könnte, aber... Jetzt muss nach Hause. Dafür sind da schon, glaube ich, ein Spritzer zu weit jetzt. Mit der Story. Wir haben ja noch nicht mal... Ihr wisst schon was. Für die, die es wissen. Weit weg von zu Hause, ne? Also, die haben, also Rubine haben wir schon mal. Das ist schon mal fein. Das ist Überbrückungsmodul. Zwei Rubine, drei brauchen wir. Also, drei brauchen wir, vier haben wir. Emailliertes Glas kriegen wir locker hin. Und nur dieses doofe Wurmding da. Oder dieses, diese Pflanze da. Die muss ich noch finden. Da muss ich selber mal googeln. Welchen Biom man die gut findet. Dann können wir die, wenn wir weiterkommen wollen, auch suchen. Das ist halt auch wichtig, dass man sagt, ne? Sonst kommt man da halt nicht tiefer. Und das dritte Modul kostet irgendwie nur Nickel, das ist voll billig. So, da sind wir schon daheim. Schön, wir haben sogar schon Metallschrott, da kann ich ihn außen mit Kasten machen. Fünfe. Können schon hier unten wachsen, die Sachen. Betten. The grow bed lets you grow plants and vegetables, providing flavorful options for evading scurvy. Sieht ein bisschen komisch aus, aber so muss das. Da kommt jetzt erstmal Gelsack rein. Antennen, Liliensamen sind nicht so wichtig. Und hier wird ein Batterie-Erzeugungsding reingebastelt. So. Die können wir direkt zerhacken. Alter Schwere, wie viel? Oxygen. Oh, hier haben wir Power ohne Ende drin. Aber Geißelkörbchen. Da haben wir schon ein paar Batterien hier als Möglichkeiten. Der Gesack, den können wir außerhacken. Der war ja schon fertig. Dann haben wir direkt drei. Den brauchen wir für das Aerogel später. Gut, dann will ich an der Stelle sagen, sorry für die Länge. Wir sind fast bei einer Stunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Subnautica Below Zero. Und es geht dann weiter. Hier gibt es auch schon Essen. Ja, lecker Schmecker. Können wir hier auch reinpacken. Aber die Fische, die halten lange. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.